Ja, ja, Meter. Meter 20. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal unterwegs mit Finn. Moin. Wir wollen heute auf jeden Fall mal versuchen, ein paar pelagische Fische zu fangen. Ein paar haben wir jetzt schon gefunden. Mal sehen, ob einer beißt. Wir melden uns, wenn einer an der Route hängt. Stopp! Komm schon, komm schon, komm schon! Biss! Ich kurbel noch mal hoch, oder? Bisschen angeilen. Ja. Ja, komm mit, komm mit! Zieh mal weiter hoch, zieh mal weiter hoch! Ja, das scheint gar nicht schlecht zu sein. So dicker, dicker Pike. Wo ist er? Ja. Ja. Oh, Junge! Und einfach gleich abgehakt. So schnell kann es gehen. Ihr habt es gesehen. Ich hoffe, die GoPros waren beide an. Geiler Fisch. Kann sie auf jeden Fall. Fetten Rücken hat er, ey. Das sieht auch nicht so fett aus. Vielen Dank. Zur Theorie. Also wir fahren hier die Kanten ab, wie man hier auf der Karte sehen kann. Haben wir ein schönes Loch. Fahre ich so rings und, links und rechts die Kanten ab. Je nachdem. Der große Fisch eben kam im Loch drinne an sich. Gucken wir halt rechts und links auf den Sidescan. Kann man hier gut sehen. Strahl zur Seite ab. Genau, wenn wir einen gefunden haben, dann stoppt Finn sozusagen das Boot einmal ab, legt den Rückwärtsgang rein und versucht dann sozusagen so, wie wir einmal rübergefahren sind, den Fisch wiederzufinden. Und wenn man direkt da drüber ist, lässt man den Köder runter, einen halben Meter drüber und dann sieht man eigentlich schon, ob der Fisch Bock hat oder nicht. Man kann es auch ein bisschen weiter drüber lassen, weil der Fisch guckt ja so oder so nach oben, also Hechte zumindest, Zander auch. Und dann sieht man dann relativ klar, ob der Bock hat, kommt er direkt hoch. Wenn ja, nicht, dann zieht halt ab. Ja, und bei Hechten ist es halt meist so, die kommen halt direkt hochgeschossen. Oder hatten wir halt die Erfahrung. Ja, genau, hat man ja eben auch gesehen. Kam sofort hoch, hatte Bock und hing dann auch. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, wir waren ja letztens gerade abends draußen und dann dachten wir uns, wir haben leider nur einen Fisch gefangen, weil wir nur kurz draußen waren. Dann sind wir jetzt kurzzeitig morgens rausgefahren. Mit Finn sein kleinen Boot. Moin. Wieder am Pelagen. Und wir drehen jetzt die Fortsetzung zu dem Video von gestern Abend. Das ist ein richtiger Oschi, Alter. Junge. Oh, der Köder ist so heftig. Da kommt der. Nee. Oh, das Aufstehen hat sich jetzt schon gelohnt. Junge.
Da kommt er. Alter! Nee, ich will nochmal. Ja. Nee, der hat über 1,20 Meter. Oh, das ist auf jeden Fall ein schöner Start, der Fisch. Geil, ey. Endgegner. Schönes Ding. Ja, 1,20 Meter. Dusche gab's auch noch. Geil. Ganz wichtig ist es auch, nach den, gerade nach großen, na gut, eigentlich auch kleinen Fischen, das Fluomar zu checken. Weil Finn hat jetzt mal geguckt und sobald da irgendwelche Ratscher dann dran sind oder so, solltet ihr das lieber wechseln. Weil ja, ich habe letztes Mal in dem Video, habt ihr ja gesehen, meinen dicken Hecht verloren. Obwohl das Fluo sogar sozusagen noch gar keine Stellen hatte. Deswegen immer kontrollieren, weil sobald es irgendwelche Ratscher hat, hat das nicht mehr halt die Tragkraft. Und dann lieber wechseln und nicht mit dem Material geizen. Beim pelagischen Angeln ist ja der Winkel, in dem man anhaut, viel anders als wenn man wirft. Dadurch, dass der Fisch genau untersteht und du ihr den Anhieb gibst, geht das ganz oft, oder was heißt ganz oft, aber kann es halt passieren, dass das Floh dann gerade dann reißt. Und dann sollte man halt wirklich nicht mit dem Material sparen. Und dann lieber einmal mehr binden, als nachher so einen schönen Fisch zu verlieren. Was hast du für eine Stärke, Floh? 1 mm. Genau, ein Savage Gear, ne? Ja. Reicht aus. Muss jetzt nicht das sein, aber sag mal, 90er würde ich schon empfehlen. Ihr müsst auf jeden Fall Geduld haben bei der Angelei. Es beißt nicht jeder Fisch, den ihr seht auf dem Echolot, und echt Geduld bewahren und einfach weiter angeln, dann kommen die Fische auch. Ja, jetzt zeigen wir euch nochmal die den Erfolgsköder. Großer V-Tail von Savage Gear, der Monster Slug, will ich meinen. Ja. Der hat auf jeden Fall schon einige Fische gesehen. Farbe ist auch echt geil. Hab auch schon einige Fische da verhaftet, wie gesagt. Und ja, hier montiert mit einem Schraubbleikopf. Und dann hier halt so eine Art Dingersystem, dass der, wenn es geht, auch ein bisschen verschont wird von den Hechten und nur die Drillinge sitzen. Aber ihr habt ja selber gesehen, der große Hecht hat den ja heute so weginhaliert. Der hatte gar keine Chance, da irgendwie frei rumzubaumeln. Damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also es kam ja ein richtig, richtig fetter Fisch. Und die Fische, die meist kommen, sind ja auch etwas besser jetzt beim Anpelagen oder weil die ja auch im Freiwasser stehen. Ja, ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr ein Like da, kommentiert was. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.